Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 auf der von mir umgebauten Volksholm, also der Volksholm Jopim Edition. So, da ist unser Düngerstreuermeister schon wieder fertig. Das heißt, dem können wir wieder Richtung nächsten Feld schicken. Das wäre dann die 31. Auf dem Weg dorthin werden wir aber am Hof vorbeifahren und den Streuer nochmal auffüllen. So, gehen wir in die Innenansicht. Und dann haben wir doch, die Hälfte unserer Felder haben wir damit doch schon wieder gedüngt haben wir sie. Ja, säen bisher ist ja nur, in Anführungsstrichen, nur die Kartoffellegemaschine unterwegs. Da werden wir dann aber, wenn wir die Kompostanlage voll haben, natürlich auch den Taurus mit der 9 Meter Saatmaschine wieder losschicken. Und sobald Kartoffeln fertig sind, wird der große Deutz dann eben auch mit der Maisdrille ausgestattet werden und kann dann dort, ich muss mal schauen, ich habe mir also schon wieder hier meine Fruchtfolge festgelegt, was kommt wohin. Schauen wir mal drauf, also auf die 24 machen wir Raps, auf die 25 kommen Sonnenblumen, auf 27, 28, die beiden Felder sind ja eben natürlich wieder zusammengelegt, wie wir es vorher auch hatten. Da kommt Roggen hin, auf die 30 kommt Mais, auf die 31 Gerste, 32 Weizen, 33 Hafer und die 16 haben wir ja bereits schon angefangen, kommen die Kartoffeln hin. So. Und ja, da geht das hier immer mehr voran. Da werden wir vielleicht dann doch auch mal schauen müssen, wenn unser Kredit dann wirklich auch mal wieder ein bisschen runter ist, dass wir uns noch ein paar zusätzliche Fahrzeuge auch mal anschaffen, sodass wir hier eben doch auch mehr Dinge wieder gleichzeitig machen können, dass wir zum Beispiel während dem Ernten auch schon anfangen können mit dem Düngen, vielleicht auch dem Grubbern und so weiter und so fort. So. Ab aufs Feld. Wir sehen Kartoffeln 40% noch in der Legemaschine drin. Also da werden wir auch bald wieder ein bisschen auffüllen müssen. Dann hier unseren Kartoffelkreislauf fürs Futter. Da werden wir natürlich auch dann mal auffüllen müssen. Dass wir da also zumindest die Kartoffelwaschmaschine schon mal laufen lassen können. Und denke mal, da werden wir also wenigstens schon mal zwei Kisten, zwei Paletten an gewaschenen Kartoffeln uns schon mal zurecht machen lassen, ehe wir dann mit dem Steamer anfangen, also dem großen Kartoffelkocher, der die Kartoffeln nicht al dente, sagt man das bei Kartoffeln überhaupt? Bei Nudeln sagt man al dente, wenn sie schön bissfest sind. Ja, der macht das natürlich nicht so, sondern der macht die wirklich weich. Die kann man in den Händen zerdrücken. So weich wird das, was da rauskommt. Und dadurch ist es eben auch wirklich, wie gesagt, so weich, dass man das schön zermatschen, zerpampen kann, dass es eben auch die Hühner in der Lage sind zu fressen. Dann ist natürlich Kartoffeln viel stärker. Und Kohlenhydrate beim Weizen natürlich auch. Und damit natürlich ein richtig ordentliches Kraftfutter. Das gibt also ordentlich Tinte auf den Füller hier. Da werden unsere Tiere schön groß werden, dass wir da dann auch beim Metzger ordentlichen Gewinn rausholen können. Ja, bei Tiere fällt mir ein, wir könnten ja mal bei den Tieren vorbeischauen und ich sehe gerade, ich habe die Warning gar nicht an. Warum habe ich denn die nicht an? Ich mal wieder einstellen. So, hier hat sich auch ein bisschen was geändert. Wir bekommen nicht mehr alle angezeigt. Wir haben also hier Schafe, Kühe,
Hühner und die Masthühner. Schweine und Rinder befinden sich dann auf der nächsten Seite, wo ich mit der Numpad Enter dann eben rumspringen kann. Jetzt werde ich hier aber erstmal schauen, dass wir die Warning noch anmachen. Einmal möchte ich die hier haben. Zack. Und ich möchte die hier haben. Das ist also schon so ein Anliegen, das hätte ich gerne. So, gehen wir wieder raus. Sehen wir, bei den Tieren haben wir einen grünen Kreis jetzt drumherum, weil alles im grünen Bereich. So, gucken wir mal da. Da sieht auch alles gut aus. Ja, inzwischen schon das zweite von unseren zugefügten Schweinen. Und bei den Rindern sehen wir 49, da ist also auch bereits eins. Also auch die, die wir im Shop kaufen, werden hier jetzt umgewandelt zu Schlachtreifen. Also man behält die nicht mehr. Das ist also natürlich dann auch ganz wichtig, wenn man dann schaut mit den Preisen, die man dann im Shop auch einstellt, dass sich das Ganze wirklich dann auch noch rentiert. Muss ich jetzt sagen, habe ich bei dem Umbau jetzt gar nicht direkt drauf geachtet. Werde ich dann vielleicht nachher nochmal schauen müssen, ob die Preise da okay sind oder ob ich da noch ein bisschen was anpassen müsste. Vielleicht auch einfach, dass man die Verkaufspreise dann natürlich ein bisschen... So, jetzt ist Cosplay hier gleichzeitig alles. Einmal muss Gerät gefüllt werden, einmal hat einer was fertig. Wir fahren jetzt hier aber noch zur Kompostanlage, stellen auf Abladen. So, wie viel haben wir denn da? Kompostanlage. So, nochmal 40 dazu und dann haben wir noch ein bisschen Platz drin. Dann passt also kein ganzer Anhänger mehr rein, aber es passt dennoch ein bisschen was dazu. So, jetzt rum. Sieht das doch auch wieder besser aus mit dem hier hochfahren. So, ausladen. Machen wir den Rückwärtsgang mal wieder raus. Und dann hüpfen wir hier rum. Ne, wir gehen erst zu dem. Und geben dem schon den neuen Kurs. Das wäre jetzt die 30, richtig? Müssen wir... Oh, nee. Kombiniert ist nicht gut. So. Und ja, das passt. Dann kann der hier nämlich schon wieder anfangen. So. Und den hier müssen wir entlassen. Müssen einmal zum Hof fahren und uns wieder ein paar Kartoffeln holen. Ja, wenn wir so schauen. Also, ich würde mal sagen, so etwa die Hälfte. Vielleicht ein klein bisschen über die Hälfte hat er schon. Also mit noch zweimal auffüllen sollten wir dann eigentlich... definitiv hinkommen. Jetzt einmal auffüllen und dann noch einmal. Sollte dann noch ein kleiner Rand übrig sein, können wir uns ja auch mal bedienen, indem wir die H-Taste drücken und da eben den Helfer dann den letzten Rest machen lassen. So, dass wir da nicht auffüllen müssen, weil das, was natürlich hier dann in der Kartoffellegemaschine noch drin ist und nicht gebraucht wurde, ist natürlich verschenkt. Das bekommt dann der Händler. Das können wir nicht wieder rausladen. Dafür hat der Händler auch wieder gesagt, wir dürfen die Maschine durchaus auch dreckig vorbeibringen, damit eben seinem Lehrling nicht langweilig wird. Wobei ich mir nicht sicher bin, die Maschine ist ja doch recht dreckig, ob ich das dann wirklich mache oder ob ich hier nicht hingehe und dann doch dem Lehrling zuliebe schon mal mit dem Kärcher Vorreinigung annehme, dann braucht er nur noch polieren. So, einmal füllen. Das geht ratzefatz und wieder zum Feld. Ja, wenn man hier natürlich einen Anhänger hat, einen Überladeanhänger, dann ist das da auch möglich, wenn der Kartoffeln laden und überladen kann, dass wir damit das Ganze auch zum Feld bringen und dort auffüllen. Oder aber eben natürlich, wir sehen ja, das ist jetzt zum Beispiel nicht ganz so viel. Da könnte man also auch durchaus mit einer Radladerschaufel dann mal arbeiten und das da reinfüllen. Die Frage ist nur, mit dem Radlader, macht das Sinn, hier mit dem Radlader mit der Schaufel durch die Gegend zu fahren? Oder dann eben doch gleich mit der Sämaschine?
Aber manch einer hat ja vielleicht auch den platzierbaren Haufen, also die Mod, die diese platzierbaren Haufen eben ermöglicht, und dann kann man sich da auch durchaus einen Kartoffelhaufen am Feldrand machen und dort dann immer schnell mit Frontlader oder ähnliches, könnte ja auch ein Frontlader-Traktor sein, ich hänge die Sämaschine ab, Schaufel voll, hänge sie wieder dran, mach weiter. Wäre also dann durchaus auch denkbar. So. STRG Numpad 7 hier wieder starten. Der fährt hier noch. Achso, der macht hier den letzten Rand hier. Ja. Gut, das heißt, wir können hier gerade drin bleiben. Der ist dann nämlich gleich fertig. Und fertig ist er. Entlassen. Schließen. So, und dann sehen wir hier, die anderen beiden Felder haben wir noch gar nicht drin. Da müssen wir also auch wieder generieren. Wir haben also dann hier einmal die Feld 24. Da fahren wir. Da hätte ich jetzt gesagt, fahren wir einfach von Südosten nach Westen. So, Südost nach West. Generieren, speichern, 24, düngen, 26 Meter. So, und dann lösche ich den gerade noch. Dann machen wir direkt auch noch den nächsten. Da können wir die 27 oder die 28 nehmen. Das kommt dann aufs Gleiche bei raus. Ja, also hier... nee, sehen wir so noch nicht. Gut, da würde ich dann sagen, da fahren wir von Nordosten nach Westen generieren. Jetzt können wir uns das anzeigen lassen. Und da sehen wir, das ist also hier das Ganze miteinander verbunden. So, speichern. 27, 28, düngen. 26 Meter. Zack, gespeichert. Gut, und weil wir den ja jetzt hier dadurch automatisch drin haben, fangen wir da jetzt auch mit an und machen die 24 als letztes. Aber wir fahren erstmal zum Hof und füllen auf. Das reicht für die beiden Felder eh nicht mehr. So, Kartoffeln geht auch immer weiter vorwärts. Sehr schön. Stroh wartet noch ein bisschen. Und wir hätten 4000 Liter Kompost sogar schon wieder fertig. Nicht ganz ein Anhänger, der da noch reinpasst. Ja, ich würde sagen, das, was dann an Rest übrig bleibt, das feuern wir dann gerade in das Strohkraftwerk, das sich ja in unmittelbarer Nähe der Kompostanlage befindet. Das fahren wir nicht wieder zurück an den Hof. Stattdessen können wir dann gut und gerne auch die paar Liter vielleicht sogar schon mitnehmen. Oder, müssen wir nicht unbedingt. Genau, warten, bis alles fertig ist. So. Da sind wir am Trigger. Wunderbar, haben wir wieder vollgeladen. Jetzt haben wir natürlich so nicht mehr auf die Anzeige schauen können. So, schauen wir mal so. Kalk. Ja, es sind dann schon nur noch 6600. Also da sieht man, das geht ganz schnell bergab. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall auch mal noch einen ordentlichen Hänger voll wiederholen. Da werden wir also dann auch hier mit dem Taurus, mit dem großen Hänger da mal hinfahren. Dass wir da auf jeden Fall wieder ein bisschen was an Masse zusammen haben. Da geht ja schon gut was an Dünger weg bei der Anzahl an Feldern, die wir hier schon haben. Ja, und wir werden natürlich dann irgendwann uns auch mal, wenn es mit dem Kredit alles wieder was besser aussieht, den großen Düngerstreuer dann auch holen. Der ist nicht ganz so wendig, weil das natürlich ein Anhänger und kein Anbaugerät ist, hat aber natürlich den Vorteil, die Arbeitsbreite ist die gleiche, aber der Tank ist größer, das heißt, wir müssen nicht so oft auffüllen fahren.
Und ja, wir sehen ja hier die letzten paar Folgen, wie oft wir auffüllen mussten. Also da können wir schon ordentlich was zusammensparen. So. Einmal hier vorfahren, da sind wir schon fast ein Stück zu weit. So, aktivieren, wobei eigentlich lohnt es sich gar nicht mehr, denn ich werde hier die Folge und damit auch die Aufnahmesession beenden. Das heißt, naja, wir lassen den jetzt hier während der Fahrt einfach mal, schauen mal. Der ist auch noch während der Fahrt, also hier speichern wir. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.